Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute möchte ich über die dritte Map in Apex Legends reden. Die wird nächste Woche nach der letzten Quest das erste Mal namentlich erwähnt. Es geht um eine Unterhaltung zwischen zwei Legenden. Deswegen, es ist ein klitzekleiner Spoiler, der ist zwar nicht dramatisch, aber genau wegen diesem Spoiler werde ich diese Informationen über die nächste Map erst am Ende des Videos bringen und werde natürlich vorher den Spoiler nochmal ankündigen. Sehr interessant. Dann geht es um einen Vier-Mann-Squad, der wohl eventuell bald ins Spiel findet. Skill-based Matchmaking, der Buff von Revenant und vom Pathfinder, den ich letztens erwähnt habe, da muss ich nochmal drüber sprechen. Die Peacekeeper, Crossplay möchte ich nochmal ganz kurz anreißen, soweit inhaltlich, damit ihr wisst, was auf euch in dem Video zukommt. Wie immer jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und gerne nochmal den Shoutout an die ca. 40%, die regelmäßig einschalten, aber noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mich mega unterstützen, euch kostet es nur einen Klick. Das soweit dazu. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß jetzt bei den Informationen. Ich starte mal mit der Peacekeeper. Dort ist ein Tweet vor einigen Tagen aufgetaucht. In einer der letzten Videos habe ich eigentlich schon darüber berichten wollen, habe aber beim Schnitt verpeilt, diesen Fetzen damit einzublenden, obwohl ich es eigentlich eingesprochen hatte. Und zwar ist das dieser, welcher hier wurde, na, hier wurde gefragt, wir warten darauf, dass die Peacekeeper wieder als normale Standard-Loot-Waffe im Spiel auftaucht. Und Respawn hat das mitbekommen und hat gesagt, es gibt eine gute Chance, dass sie irgendwann als Standard-Loot-Waffe zurückkommt. Das wollte ich zu der Peacekeeper nochmal erwähnen, weil ich es einfach im letzten Video vergessen hatte. Jetzt möchte ich zu einer absolut geilen Information kommen. Und zwar ist ein Quellcode-Fetzen im Netz aufgetaucht und da wird über ein Vier-Mann-Squad geredet. Ich blende euch das mal ein. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt in Season 6 schon kommen soll. Auf jeden Fall sehen wir hier, ist das quasi ein Quellcode-Fetzen, wenn wir gerade die Legenden auswählen, dann die Cooldown-Zeit, wenn wir die ausgewählt haben, bis dann die zweite Legende kommt, die dritte. Und als vorletztes sehen wir hier Countdown, your pick 4, also quasi die vierte Legende. Mega, mega interessant. Man kann vermuten, und das ist auch in Verbindung mit Crossplay, könnte ich mir vorstellen, dass Crossplay und das Vier-Mann-Squad, wenn Crossplay kommt, dass auch das Vier-Mann-Squad zusammen zeitgleich ins Spiel findet. Denn durch die ganzen Crossplay-Geschichten hat man einfach wahrscheinlich mehr Freunde, PlayStation, Xbox, Switch und so weiter, die ganzen Plattformen. Wenn die zusammenfinden, hat man einfach wahrscheinlich mehr Freunde oder mehr Mates, die wir zur Verfügung haben, um vielleicht nicht nur ein Dreimann, sondern ein Viermann-Squad zusammenzufügen. Und es soll wohl, wenn das kommt, geht es hier nicht um ein Event, sondern tatsächlich könnte es sein, dass das ein fester Modus sein wird. Also Duos, Trios, Vierer-Squad. Ich bin sehr gespannt, ob es kommt. Ich würde es interessant finden, weil es die Fights zwischen den einzelnen Squads interessanter macht, weil eine Legende mehr kann das Spiel so extrem verändern. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn wir ein Vier-Mann-Squad bekommen würden. Ich sehe es einerseits interessant, andererseits aber auch ein bisschen kritisch, weil es gibt Spots, bei denen landest du und da ist teilweise für einen Dreier-Squad nicht genug Loot, um sich zu verteidigen. Wenn da jetzt noch ein Vierter mit dazukommt, könnte das ekelhaft werden. Wenn wir aber in Verbindung mit einer vielleicht neuen Map, über die ich noch sprechen werde, einfach eine noch größere Map mit größeren Gebäuden und noch mehr Loot, könnte das eine interessante Geschichte werden. Wir lassen uns mal überraschen, aber selbst wenn das Vier-Mann-Squad kommt, auf Kings Canyon ist nun nicht die größte Map, denke ich, ist das nur eine Frage der Zeit, bis der Kings Canyon vielleicht vom Loadout, von dem ganzen Loot, wie der verteilt ist, das nochmal überarbeitet wird. Das jetzt zum Vierer-Squad. Weil ich Crossplay gerade angesprochen habe. Ich hatte ursprünglich, als ich das erste Mal, als es offiziell angekündigt wurde, war ich der Vermutung, dass es Season 6 sein wird. Aber es wurde ja ganz eindeutig erzählt, dass es im Herbst soweit sein wird. Season 6 startet aber noch im Sommer, im August. Also können wir davon ausgehen, ich gehe zumindest fest davon aus, dass es erst in Season 7 passiert oder vielleicht im Split 2 von Season 6. Das könnte auch noch ganz gut möglich sein. Als nächstes möchte ich noch mal etwas erwähnen. Ihr erinnert euch an dieses Video, habe ich vor kurzem darüber berichtet, ein geheimer Buff zwischen von Octane, nein nicht Octane, von Pathfinder und von Revenant. Und hier zeige ich euch
ganz kurz, dass die mechanischen Legenden Revenant und Pathfinder einfach weniger Schaden von dem Caustic-Gas bekommen. Und das ist eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Viele, inklusive mir und auch viele, viele andere, dachten, dass es tatsächlich ein geheimer Buff ist. Und jetzt hat sich aber, und das ist sehr, sehr interessant, Moment, wo haben wir's? Jetzt hat sich Respawn dazu auf Twitter zu Wort gemeldet und sie behaupten, dass es ein Exploit, ein Bug, ein Glitch, keine Ahnung, irgend sowas ist. Ein Glitch macht keinen Sinn, denn man muss nicht irgendwas Besonderes dafür tun. Es scheint ein Bug zu sein und die sind daran, das zu fixen. Ich finde es aber ziemlich merkwürdig, warum ausgerechnet die beiden Legenden, die einzigen Legenden, die mechanisch sind, warum ausgerechnet die beiden weniger Schaden bekommen. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, das kann kein Zufall sein. Ich finde es schade, dass das wohl tatsächlich nicht gewollt ist. Gerne auch hier eure Meinung in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Jetzt kommen wir zum Skill-Based Matchmaking. Da hat sich Respawn auch nochmal zu Wort gemeldet. Diesen Tweet blende ich euch auch einmal ein. Und da melden die sich zu Wort und schreiben, dass Skill-Based Matchmaking gar nicht so leicht war, in das Spiel zu implementieren. Aber sie arbeiten an Verbesserungen, um der Gerechtigkeit etwas Gutes zu tun. Was auch immer damit gemeint ist mit der Gerechtigkeit, kann ich nicht sagen, weil was heißt Gerechtigkeit, wenn ich als, ich sage mal, Casual Gamer mit meinen Standard Skills ständig in ein Squad gerate, wo Predators und 20 Kill Bomb und hast du nicht gesehen. Was hat das jetzt mit Gerechtigkeit zu tun? Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass in Season 6 endlich ein bisschen mehr zum Skill-Based Matchmaking passiert. Lassen wir uns mal überraschen. Habe ich über alles gesprochen. Bevor ich jetzt gleich noch die neue Map anreiße, ganz kurz, es ist jetzt schon bis Season 12 Apex Legends in Planung. Also die nächsten Seasons stehen schon fest. Wahrscheinlich welche Legende, wann, wie, wo, was, welche Waffen. Keine Ahnung. Also wir haben noch mindestens, Stand jetzt, fast 2 Jahre mit Apex Legends Freude. Auch wenn ich mir sicher bin, dass es noch circa 3,5 Jahre sind. Mindestens, weil ich habe ja schon mal über die zukünftigen Legenden gesprochen. Das sind jetzt Stand immer noch 12. Also sind wir bei ungefähr 3,5 Jahren, die wir auf jeden Fall noch Spaß daran haben werden. Nur offiziell hat Respawn bestätigt, dass bis Season 12 schon geplant wird. Jetzt komme ich zur dritten Map. Hier möchte ich nochmal betonen, der Spoiler. Es geht um die letzte Quest. Wenn wir die beendet haben, gibt es wieder eine Storyline, die wir uns durchlesen können. Und 2 Legenden unterhalten sich. Ich fange jetzt damit an. Wer es nicht wissen will, schaltet besser jetzt weg. Also an der Stelle auf jeden Fall schon mal den Daumen da lassen und ein Abo, wenn ihr neu seid. Vielen Dank. Los geht's. Ich verrate euch natürlich jetzt nicht inhaltlich, was in der letzten Quest passiert. Das weiß ich selber nicht. Soweit wollte ich mich nicht spoilern lassen. Es geht einfach um die Questline, die wir uns nach der Quest durchlesen können. Und es geht um eine Unterhaltung zwischen Octane und Lifeline. Beide stammen wohl vom selben Planeten. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der Planet heißt, aber es gibt auf diesem Planeten einen Ort namens Olympus. Dieser Name kursiert schon eine Weile im Netz in Verbindung mit Apex Legends und wird nächste Woche nach der letzten Quest erstmalig erwähnt. Was jetzt, ich blende es euch einfach mal ein, was hier jetzt alles geschrieben wird, kann ich euch auch nicht genau sagen. Ich wollte mich diesbezüglich auch nicht spoilern lassen. Ich habe einfach nur nach dem Namen Olympus gesucht, habe das für euch eingekreist und grob sagt Lifeline, sollten wir nach Olympus zurückkehren und so weiter. Das lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen. Wer sich das jetzt genauer durchlesen will, nach rechts weg fehlen einige Satzfetzen. Mehr habe ich da leider auch nicht für euch. Wer das sich genauer durchlesen will, der sollte jetzt vielleicht Pause drücken. Ansonsten möchte ich gar nicht so viel mehr spoilern, außer dass diese Stadt erstmalig nächste Woche erwähnt wird. Ich glaube zwar nicht, dass in Season 6 die neue Map schon kommen wird. Ich habe vor ein paar Wochen erst darüber berichtet, dass Respawn neue Map-Designer sucht für den neuen Standort Kanada in Vancouver. Und ich glaube nicht, dass die durch diesen ganzen Corona-Spaß jetzt so viel Zeit hatten, da eine neue Map zu kreieren. Deswegen gehe ich davon aus, dass erst in Season 7 passiert. Wir erinnern uns, als Season 5 begann, gab es ja den fetten Trailer mit Loba. Sie ist auf der Suche nach Revenant. Dann ist sie zu dem Originalkopf gelangt, der dann weggebeamt wurde zum Heimatplaneten von Octane und Lifeline. Die sollen wohl beide vom selben Planeten stammen und wahrscheinlich nach Olympus. Und ich gehe davon aus, dass Season 6 nicht an die Story anknüpfen wird. Und hier
erwähne ich gerne nochmal die Story, die ab Season 3 mit Krypto startete. Nachdem Season 3 vorbei war, hat es auch erstmal einige Monate, wenn nicht sogar fast zwei Seasons gedauert, bis wir mehr über die Story von Krypto erfahren konnten. Wir sind ja jetzt aktuell in der Story von Krypto so ein Stück weit mit drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass Season 6 nicht sofort an die ganze Geschichte zwischen Loba und Revenant anschließen wird, sondern wahrscheinlich erstmal ein paar andere Legenden im Fokus stehen, bevor es in Season 7 meiner Meinung nach mit der nächsten Map weitergeht. Das soweit zu meiner Theorie. Ich bin natürlich auf eure Theorien, auf eure Kommentare vom gesamten Video gespannt. Also lasst euch gerne aus. Ich betone nochmal wie immer, den Daumen nach oben da lassen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's jetzt von mir. Schönen Samstag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.